handelt sich der gut situierte, seit 1400 Jahren existierende Antisemitismus gegen Juden, kommt bei solchen Auseinandersetzungen zum Vorschein. Es ist ein Kampf Islam gegen diese arme religiöse Gruppe. Das ist es. Ja, und deswegen müsst ihr verstehen, liebe Freunde, es geht um weitaus mehr als nur um ein Territorium, was die armen Palästinenser wieder zurückhaben wollen von den bösen Besatzern. Nein, hier kämpft, recht herzlichen Dank, hier kämpft der Islam gegen das Judentum. Und deswegen, Leute, wacht auf, versteht, in welche Richtung das alles geht, und dann werdet ihr sehen, dass es ein Kampf ist, der uns alle betrifft. Denn sie schleppen diese gleichen Ressentiments auch gegen uns Westler und gegen uns Ungläubige oder Christen und Juden, die im Westen leben. Das bringen sie auch zu uns. Und irgendwann mal werden sie uns an den Rand der Gesellschaft drängen. Ja? Dann werden sie uns an den Rand der Gesellschaft drängen. Und was wird dann passieren? Wir werden auch ihre Wimmis, ihre Schutzbefohlenen. Was glaubt ihr, warum die Juden, Leute, hier ist jemand von, der nennt sich Hezbollah. Ach, warte mal, die Kakerlake sperre ich mal sofort. Ja, wunderbar. Hier freut sich einer, dass 700 Israelis ermordet worden sind. Kinder, Frauen, Schwangere, Menschen, die am Straßenrand auf den Bus gewartet haben, die in Autos gesessen haben. Ja, was für eine ekelhafte religiöse Kultur das ist, dass Menschen aus dem Auto zerrt, vergewaltigt, Frauen auszieht, mit nackten Frauenkörpern auf dem Pickup durch Gaza fahren und ihre Beine auf den Hintern einer toten jungen 23-jährigen deutschen Frau legen und dann sich auch noch freuen. Nur eine perverse Ideologie, ja, wie dieser sexualisierte Islam, ja, diese Religion, die immer nur also mit Sex aufwartet, kann so etwas zustande bringen. Und deswegen, Freunde, wacht auf, es betrifft uns alle. Die Solidarität mit Israel ist keine Frage mehr von, was hat Israel in der Vergangenheit gemacht, was macht Israel, bla bla bla. Es hat nichts mehr damit zu tun, liebe Freunde. Ja, Israel kämpft unseren Kampf. Ja, das ist der Schutzwall. Ja, da kämpft Israel. Ja, grüß dich, Leila. Schönen guten Abend. Ja, da in Israel kämpft die Zivilisation gegen die Barbarei. Schaut euch das an, liebe Freunde. Ja, Steve Berlin, grüß dich, mein Bester. Da kämpft die Barbarei gegen die Zivilisation gegen die Barbarei. Es betrifft uns alle. Ihr spürt es doch. Ihr seht doch, wie unsere deutschen Städte unter den Migranten aus dem muslimischen Raum ächzen und stöhnen und wie sie in Kreuzberg und in Neukölln und in England und überall da, wo sich große Enklaven von Muslime gebildet haben, auf der Straße getanzt wird und dann freuen sie sich über den Tod von Israelis und rufen Al-Maute Israel, also Tod Israel und so weiter und so fort. Ja, das ist es. Ja, das ist es, was ich, liebe Freunde, euch erklären möchte. Es ist ein Kampf, der uns alle betrifft. Ja? Und deswegen bitte ich euch, wacht auf, unterstützt eure jüdischen und israelischen Nachbarn und Freunde. Da draußen existiert und ist ein Kulturkampf im Gange. Ein Kulturkampf, die westliche Welt gegen die islamische Welt. Ja? Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir alle zusammenstehen. Juden, Christen, Atheisten, Agnostiker, Freidenker, Israelkritiker, ja, von mir ist auch die Israelkritiker, aber steht zusammen, weil Israel hat viele Feinde, nicht nur die Muslime, sondern sie hat auch die Linken als Feinde, die politischen Parteien in Europa, die Hamas und die Hezbollah hofieren gehen. Ja, Claudia Roth, die sich brav ein Kopftuch umzieht, wenn sie in den Iran geht oder ein High Five macht, wie vor einigen Jahren mit dem iranischen Botschafter bei einer Kulturveranstaltung. Solche Dinge haben wir. Steinmeier, ja, der Raisi, dem iranischen Präsidenten, also zur Wahl oder zum Gewinn der Präsidentschaft gegrüßt hat.
Ja, sie hofieren Henker und Schlechter. Ja, was haben uns Juden in diesem Land überhaupt angetan? Was haben uns Juden überhaupt angetan? Außer, dass die Juden durch die Geschichte gejagt werden. Erstens vom Christentum. Ja, diese diese judäophobische Dogmalehre. Ja, Christus wurde von den Juden ermordet. Das hat schon einen riesigen Antisemitismus mit der Zeit aufgebaut. Ja, eine riesige Bubble von Vorwürfen und Verleugnungen gegenüber dem jüdischen Volk. Dann kam der Islam 600 Jahre später. Und der Islam hat angeknüpft an dieser judäophobischen Propaganda des Christentums und hat dann den Antisemitismus weitergepflegt. Die Juden werden durch die ganze Geschichte gehetzt von einem Land zum anderen und kommen nicht zur Ruhe. Jetzt haben sie es geschafft, wieder ins Land ihrer Väter zu gehen, ins Land, wo sie ihre Wurzeln haben. Ja, und jetzt werden sie von diesen barbarischen Staaten oder um diesen zivillosen islamischen Diktaturen. Ja, wenn auch nur ein einziger arabischer Staat so funktionieren würde, wie Israel funktioniert, dann wäre es ein Wunder. Ja, und das ist es auch. Jetzt sieht man deutlich. Bitteschön. Ja, und das müssen wir uns wieder bewusst machen. Ja, wo existierten denn die Palästinenser vor der Staatsgründung Israels? Überhaupt nicht. Sie standen entweder unter jordanischer, syrischer oder ägyptischer Herrschaft. Und sie hießen auch nicht Palästinenser. Niemand nannte sie Palästinenser. Niemand. Man nannte sie Araber und Juden von Palästina. Ja, die Juden benutzten das Wort Palästina. Aber die Juden benutzten das in einem anderen Kontext. Ja? Es gab kein palästinensisches Volk auf diesem Hoheitsgebiet. Es sind Araber. Und wer hat bis 1967 überhaupt Jerusalem verwaltet? Waren es nicht die Jordanier? Nannte man die Palästinenser damals nicht Transjordanier? Ja? Es ist alles Bullshit, Leute. Lasst euch nicht einreden, als wenn es irgendwie ein Volk gibt, das Palästinenser heißt. Ja? Es gibt keine Palästinenser. Es gibt keine. Ja, sie waren Araber. Fertig, aus. Sie sind Araber. Sie ähneln den Syrer, sie ähneln den Ägyptern. Sie haben so viel Ähnlichkeit mit den anderen. Der Essen, Folklore, nichts unterscheidet sich. Ja, und es war Yasser Arafat, der erst 1967 damit angefangen hat, überhaupt von Palästinenser zu sprechen. Ja, in Israel kann man einen Spaten nicht in den Boden stecken, ohne dass man nicht auf irgendein geschichtliches Relikt stößt. Ja? Und was glaubt ihr? Hat man je in Palästina eine Münze gefunden, wo drauf steht Land der Palästinenser? Ja? Es gab Münzen, die geprägt waren mit Palästina, aber das haben die Palästinenser haben das Wort Palästina genommen, um daraus für sich das Wort Palästinenser herzustellen. Aber das sind sie nicht. Das könnt ihr total vergessen, Leute. Das sind Araber. Ja? Und dieses Land gehört den Juden. Und der Koran bestätigt das auch. Ja? Ich weiß nicht, warum die Muslime daraus so einen großen islamischen Dschihad machen, wenn der Koran diese Bewegung unterstützt. Ja? Der Koran ist auf der Seite der Israelis. Und das muss man den Juden auch sagen, den Muslimen auch sagen. Ja, und wer es mir nicht glaubt, ja, Moment, ich kann euch mal sagen, ja, ja, hier zum Beispiel, ja, Sura 21, Vers 21, Sekunde, was ist los hier? Vers 21 der Sura 5, ja, da heißt es, O mein Volk, sagt Moses, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat. Allah für euch bestimmt hat. Ja, und kehrt ihm nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Ja, und dann geht es weiter. Ja, und bei dem nächsten Koranvers, ja,
Und wir sagten nach seiner Vernichtung zu den Kindern, also nach der Vernichtung, nachdem der Pharao vernichtet worden ist, und wir sagten nach seiner Vernichtung zu den Kindern Israels, bewohnt das Land. Ja? Wenn dann das Versprechen vom letzten Mal eintrifft, bringen wir euch in bunt gemischten Gruppen herbei. Ja? Und das ist Sure 17, die Nachtreise, Vers 121. Der ganze Koran ist eine einzige Unterstützung für Israel. Eine einzige Unterstützung. Ja? Der Koran, mit dem Koran kann man faktisch Israel nicht abreden. Man kann Israel nicht verleugnen. Wenn man den Koran nimmt, kann man Israel nicht verleugnen. Ja? Und das ist die Realität, liebe Freunde. Ja? Und jetzt, heute habe ich euch, ihr seht den Titel, es geht heute um den expliziten Judenhass im Islam. Der Koran hat fünfmal so viel antisemitischen Dreck wie Hitler Mein Kampf. Ja? Es gibt so viele Koranverse und so viele Hadith-Überlieferungen, Bemerkungen von den frühesten Gelehrten, Al-Tabari und Al-Jalain und so weiter und so fort, die sich schon über Juden auslassen, über den Charakter der Juden. Und dann haben wir neuzeitliche Gelehrte, Sunni- und Schia-Gelehrte, die genau das Gleiche sagen. Wir haben in der Hadith, in der Überlieferungsliteratur unglaublich viel Propaganda gegen Juden. Unheimlich viel Propaganda gegen Juden. Und wenn 1400 Jahre lang über Juden, recht herzlichen Dank, wenn 1400 Jahre lang über Juden gesprochen wird, sie seien Vertragsbrecher, sie würden die Propheten töten, man kann ihnen nicht vertrauen, sie haben den Propheten ermordet, sie haben Dreck vor seine Haustür geworfen und so weiter und so fort, dann entsteht eine enorme Enthumanisierung der jüdischen Menschen innerhalb des Islams. Und das ist das Resultat. Die Hamas hat in ihrer Charta, ja, und ich werde mal gucken, wo ich das nochmal habe, was die Hamas in ihrer Charta gesagt hat. Da werdet ihr nämlich sehen, wie die Hamas hat nämlich den Hadith, der wird von Abu Huraira überliefert, ja. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs, möge der Friede nicht auf ihm sein. Die letzte Stunde würde nicht kommen, sagt der Prophet, wenn die Muslime nicht gegen die Juden kämpfen würden und die Muslime sie töten würden, bis die Juden sich hinter einem Stein oder einem Baum verstecken würden. Oder ein Baum würde sagen, Muslim oder Diener Allahs, hinter mir verbirgt sich ein Jude. Komm und töte ihn. Aber der Baum Charkat wollte das nicht sagen, denn es ist der Baum der Juden. Schaut euch mal diese bescheuerten Geschichten aus der Sunna an. Ein Baum der Juden absichtlich hinter sich versteckt, weil es ein Baum der Juden ist. Ja? Aber alle anderen Bäume, Steine und andere Naturobjekte, Häuser werden sozusagen den Muslimen sagen, hey, Achtung, hinter mir ist ein Jude, der hat sich versteckt. Da ist ein Jude auf den Berg geklettert, ist ein Jude auf den Baum geklettert. Komm und hol ihn dir. Nur ein einziger Baum. Und das ist in Sahih Muslim überliefert, überwiegend in Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Ja? Das ist der Skandal. Ja? Und das hat die Hamas in ihrer Charta im Absatz 13 aufgenommen. Ja? Sie werden aufhören zu kämpfen, wenn sie die Juden endgültig ausgelöscht haben. Deswegen geht es der Hamas nicht um Land zurückgewinnen. Sie sind devote, fanatische Muslime. Und deswegen, sie wollen nicht Land und dann mit ihren israelischen Nachbarn in Frieden leben. Sie wollen die Juden auslöschen und ihren Traum, den Mohammed, ja, dieser Pedo gelebt hat, den wollen sie ausleben. Deswegen, die Hamas ist keine Widerstandsbewegung. Sie ist keine Freiheitsbewegung. Sie kämpfen nicht für Menschenrechte. Glaubt ihr, diese religiösen Fanatiker, diese religiösen Verrückten, die kämpfen für Menschenrechte, so wie in dem Kontext, in dem wir Menschenrechte verstehen? Glaubt ihr, sie kämpfen für Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit? Sie kämpfen für Islam. Sie kämpfen für diese Steinzeitreligion. Und deshalb
ihr Widerstand ist nur, um den Islam komplett in Palästina durchzusetzen, ja, und Israel auszulöschen, um dann alles unter ihrer und in ihrer Herrschaft zu gewinnen oder zu bringen. Und das ist es, was sie tun. Es gibt keinen anderen Hamas. Das ist die Natur der Hamas. Und wenn die Leute da schreiben zum Beispiel und sagen, die Hamas wurde von Israel gegründet, stimmt als Gegengewicht zur PLO. Und trotzdem hat die Hamas sich gelöst vom israelischen Geheimdienst und ist eine völlig eigene Widerstandsbewegung geworden, in Anführungsstriche Widerstandsbewegung geworden gegen Israel. Die Israelis haben sich einen zweiten Teufel gezüchtet. Sie haben die PLO schwächen wollen, indem sie eine islamische Widerstandsgruppe gebildet haben, die sich gegen die sozialistische PLO stellt. Und dann ist das alles aus dem Ufer gelaufen. Das ist die Realität. Ja? Das ist die Realität. Und deswegen sage ich euch, liebe Freunde, die Hamas will die Zerstörung Israels und sie will die Auslöschung aller Juden. Gemäß dieses Hadithes, den ich euch hier vorgelesen habe, dass der jüngste Tag nicht kommen wird, wenn die Muslime nicht anfangen, die Juden zu töten. Und das ist die Realität. Und für all die verlogenen Muslime, die in meinem Chat sind, schaut euch mal an, schaut euch mal den Pakt von Omar an. Ja? Omar ibn al-Khattab, den zweiten Khalifa der Sunniten. Und dann schaut euch mal an, was Omar als Bedingungen gesetzt hat für die Juden und die Christen. Ja? Diese Simmi-Status. Nicht nur, dass die Juden auch noch verrucht sind in den Augen der Muslime und eine Zweiklassenstellung haben. Die Tatsache, dass Omar ibn al-Khattab, der zweite Khalifa, auch noch einen Pakt mit den Juden geschlossen, mit den Juden und den Christen geschlossen hat, wo er Regeln aufgestellt hat, wie die Juden und die Christen sich in einem islamischen Hoheitsgebiet zu benehmen haben. Wenn ihr diesen Pakt mal euch anschaut, dann werdet ihr sehen, wie ekelhaft diese Religion gegenüber Minderheiten ist. Ja? Und deswegen müssen wir darüber reden. Wir müssen darüber reden, was diese Religion mit den Juden und den Christen anstellt. Aber ganz besonders jetzt mit den Juden, weil die Barbaren haben nach der guten alten Tradition des Islam haben sie die Frauen vergewaltigt, sie haben sie verstümmelt, sie haben die Menschen entführt, nehmen sie wahrscheinlich als Sklaven. Ja, wahrscheinlich werden die ganzen Kinder und die Frauen, die jetzt im Gaza aus dieser jüdischen Siedlung oder Stadt entführt worden sind oder auf diesem Festival entführt worden sind, die werden die Israelis nie wiedersehen. Nie wieder. Warum? Ja, weil die Leute werden sie verschleppen, sie werden sie nach Ägypten verkaufen oder sie werden sie irgendwo hinschleppen und die werden nie wieder kommen. Die Kinder werden alle ermordet werden. Ja, schaut euch mal, was für eine üble, bösartige Religion das ist. Sie praktizieren nur, was ihr Prophet ihnen vorgemacht hat. Das ist die Realität. Ja, so, warte mal eine Sekunde, mal gucken, wer da ist. Mal Löwen. Löwenherz, weiß nicht, ob er da ist. Ja, na, ist noch nicht reingekommen. Irgendwie steht die Verbindung noch nicht so ganz gut. Doch jetzt ist er da. Grüß dich, Löwenherz. Jo, hörst du mich, Kian? Ich höre dich. Warte mal, ein bisschen lauter machen. Ja, grüß dich, mein Lieber. Jo, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe heute was gepostet, auch das mit dem Musikfestival. Es hat auch, glaube ich, 20.000, 30.000 Aufrufe. Und ich sage ganz ehrlich, die Leute schreiben dann darunter, stimmt alles nicht, ist gelogen, sind nur Medienberichte. Ich sage euch mal was. Ihr macht hier euer Free Palästina und sagt, wir sind die großen Freiheitskämpfer und weiß ich nicht was. Was hat das mit Freiheit zu tun, wenn man Schwangere, Kinder, Frauen entführt, auf den rumspringt, die bestialisch ermordet? Das hat nichts mit Männlichkeit, nichts mit Freiheit. Und was habt ihr jetzt erreicht? Was wird jetzt passieren? Die Israelis werden den Gazastreifen komplett platt machen. Die bereiten gerade eine Bodenoffensive vor mit 300.000 Soldaten, habe ich vor einer Stunde gelesen. Und die komplette Hamas wird jetzt vernichtet werden. Das ist jetzt das, was ihr davon habt. Und ihr habt euch ein komplettes Eigentor geschossen. Und ich sage euch zu Recht, die Israelis sollen euch platt machen. Zu Recht. Ganz einfach. Ja. Vielen Dank, Löwenherz. Du, eine andere Sache. Der Davidstern, den die Nazis den Juden verpasst haben, ist eine Erfindung des Kalifen Harun al-Rashid, der 807 nach Christus Spanien erobert hat. Und der hat die Scharia durchgesetzt in den christlich-spanischen Gebieten. Und der hat die Juden gezwungen,
sich einen Davidstern auf die Jacke zu machen. Es ist keine Erfindung der Nazis. Die Nazis haben das einfach vom Islam abgeguckt. Aber es ist ursprünglich unter Harun al-Rashid, kam dieser Davidstern erst zustande. Ja, die Muslime sind die Erfinder der Mafia. Ja, sie haben diese mafiösen Strukturen auf Sizilien gebracht, durch die Mauren. Ja, und dann kamen die Muslime nach Spanien und haben dann den Davidstern, den die Juden erkennbar auf ihre Jacke nähen mussten, haben sie dann den Juden gegeben. Und das ist die Realität. Schaut mal, was alles aus dieser Religion herauskommt. Aus diesem Prinzip Jizya, ja, die Schutzsteuer für religiöse Minderheiten wie Christen und den Juden. Das ist die Realität, liebe Freunde. Und deswegen sage ich euch, achtet wirklich darauf, wirklich. Achtet wirklich darauf und lest euch durch, wie die islamische, wie dieser Antisemitismus aus dem Islam die heutigen Juden belastet. Davidstern, ja, die besondere Kleidung, die Juden im Mittelalter tragen mussten, auch eine Erfindung der Muslime. Spitze Hüte, eine Erfindung der spanischen Mauren, ja, der muslimischen Mauren, die aus Nordafrika gekommen sind. Und all diese Dinge, ja, nicht, dass das Christentum schon genug Antisemitismus angefeuert hat. Nein, auch noch gibt es den Anschluss an den Islam, der auch noch seit 1400 Jahren gegen Juden hetzt, sie als in Sure 5, Vers 60 als Affen und Schweine bezeichnet. Ja, skandalös, dass ein Buch in Deutschland in einer Moschee liegen darf, in dem Juden als Affen und Schweine bezeichnet werden. Ja, es ist skandalös. Deshalb, Leute, ihr seht es, ich bin Ex-Muslim, 2017 raus aus dem Islam, nachdem ich über 30 Jahre lang den Islam praktiziert habe. Ich habe zwei Moscheen in Berlin gegründet. Ich war einer der Mitorganisatoren der israelfeindlichsten Demonstration, die jedes Jahr in Berlin stattfindet, der Al-Quds-Demonstration. Ich war der Sprecher. Ich war der Sprecher dieser Kurzdemonstration. Ich habe auch die teilweise bei der Polizei angemeldet. Und ich war bekannt in der muslimischen Szene, weil ich so eine antijüdische und anti-israelische Haltung hatte. Ja, ich habe schlimme Sachen gemacht damals. Aber dann habe ich, nachdem ich aus dem Islam rausgegangen, hier auch Ex-Muslim. Es ist nicht nur meine Kappe, liebe beleidigte Muslime, es ist auch mein T-Shirt. Ja, ich wollte so auffallen sein, wie es nur geht. Oder so auffällig sein, wie es nur geht. Ja, ich bin ein praktizierender Muslim gewesen. Und ich komme aus dem Epizentrum dieser Religion und ich weiß, was diese Religion, oh, guck mal, viele Ballons, vielen Dank, Leila. Und ich weiß, was diese Religion in den Köpfen der Muslime anrichtet. Und wir nehmen jetzt über die große Flüchtlingswelle aus der islamischen Welt, nehmen wir Zehntausende von solchen Barbaren auf, von Menschen, die Juden hassen, allgemein Frauen verachten und den Westen hassen. Ja, und den Westen hassen. Und mit diesen muslimischen Gruppen kommt auch der Antisemitismus in unsere Gesellschaft. Und deshalb, Freunde, macht die Augen auf, challenge die Muslime, fordert sie heraus, fragt sie mal. 10 Minuten, fragt sie doch einfach mal, wie steht ihr zu Israel? Wie steht ihr zu den Juden? Was sagt der Koran über Juden? Was sagt die Sunna über Juden? Challenge sie einfach. Was sagt der Koran über Homosexualität? Die Scharia über Homosexualität? Was sagt der Islam über Abtrünnige im Islam, den Murtadidun? Und so weiter und so fort. Und ihr werdet sehen, ihr steht einer sehr bösartigen und diabolischen Religion gegenüber. Deswegen bin ich auch so ein Gegner dieser Religion. Als ich rausgegangen bin aus dieser Religion, habe ich deutlich gespürt, ich darf meinen Mund vor dieser Religion nicht schließen. Ja, weil die wird unsere Gesellschaft umschreiben. Je mehr Flüchtlinge kommen, desto mehr, also je mehr muslimische Flüchtlinge kommen, umso mehr wird unsere Gesellschaft islamisiert. Und dann werden wir vielleicht tausende Menschen haben, die auf der Straße stehen und feiern, dass zum Beispiel eine deutsche Jüdin, ein junges Mädchen, 23, sie war auf einem Festival an der Grenze
zum Gaza. Und jetzt stellt euch mal vor, was das für ein Festival war. Das war ein Festival für Frieden und Toleranz. Die haben das absichtlich in der an der Grenze zu Gaza gemacht, weil die wollten den Gazianer dort zeigen, dass sie im Grunde genommen auf deren Seite waren. Die Typen, die da alle getanzt haben, das sind linke Juden gewesen. Ja? Das sind linke Juden. Das sind Juden, die getanzt haben hier und wollten hier zeigen, oh, Friede und so. Die kritisieren selber die Hardliner in der israelischen Regierung. Die kritisieren die Siedlungen und so weiter und so fort. Und warum haben sie sich da hingestellt und haben getanzt? Ja, weil sie eigentlich in Solidarität mit den Palästinensern dort Musik gemacht haben. Und dann, was ist passiert? Die Grenzen brechen weg und die kommen da mit 300, 400 Kämpfern über die Grenze und knallen auf dem Festival schon 200, 300 Menschen ab. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Ja, das ist die Realität, was sich da wirklich abgespielt hat, dass es alles linke Juden waren. Oh, Frieden mit Palästina. Was hat es ihnen gebracht? 300 Tote. Und jetzt mittlerweile über 700. Über 100 Menschen wurden entführt. Und immer noch befinden sich mindestens 7 Dschihadi-Gruppen in Israel und operieren dort im Geheimen. Ja, gut vorbereitet, vom Iran, von der Hezbollah, in Zusammenarbeit mit der Hamas natürlich, als ausführende Kraft. Und dann so etwas. Richtig, ich bin stolzer Murtad. Ich bin froh, dass ich dieser toxischen und ekelhaften Religion entkommen bin. Aber das ist die Realität. Und jetzt kommen diese Menschen, deswegen sage ich ja, Aufnahmestopp für Palästinenser, Aufnahmestopp für Muslime. Wir dürfen keine Migranten aus dem muslimischen Raum aufnehmen, weil wir nicht wissen, wer da kommt. Das können Dschihadis sein, die können bei Al-Qaida, die können bei Hezbollah arbeiten, die können bei Hamas sein, die können von allen möglichen Dschihadi-Gruppen kommen, die können gut ausgebildet kommen als aus Syrien und aus dem Irak und kommen mit einem enormen Hass auf den Westen und besonders auf unsere jüdischen Mitbürger in Deutschland. Ja. Und das ist unser Problem. Unsere jüdische Enklave in Deutschland, ja, diese Menschen, die Kultur gebracht haben, Musik und so weiter und so fort, die Geld gebracht haben, die nie gestört haben, die auch nicht unangenehm auffallen. Man hört von Juden auch gar nichts in Deutschland. Warum? Weil es die Intelligenza ist, die hier gelandet ist. Ja? Aber dann kommen diese Bauern aus Syrien und aus dem Irak und aus Afghanistan und kommen mit ihrem Scharia-Scheiß, ja, und gehen uns alle damit auf den Sack mit ihrem Allahu Nakbar. Ja? Und Ja? Ja, das ist doch, was sagst du dazu, Löwenherz? ja, du hast vollkommen recht. Und was ich noch sagen möchte, was die Leute immer sagen, was ich auch im Chat lese, ja, Israel macht das auch. Erzähl euch jetzt mal was, wenn ihr ein bisschen Ahnung von Politik habt. Ich habe mich damit schon tatsächlich jahrelang beschäftigt, weil ich mich wirklich dafür interessiere. Und es ist so, dass die Hamas erstmal eine Terrororganisation ist und die führen einen ganz ekligen und ganz widerwärtigen Kampf. Die nehmen Kinder, Frauen und nehmen ihre Stellungen neben Schulen, neben Kindergärten. Dann kommt die israelische Luftwaffe und die wissen ganz genau, dass die israelische Luftwaffe bombardiert sie dann. Dann haben sie tote Kinder und haben ihre Stellung neben Schulen und Kindergärten gemacht, halten diese Kinder hoch und sagen Kindermörder Israel. Da seht ihr mal, dass der Hamas die eigenen Leute auch völlig scheißegal sind für ihre Ziele. Die Kinder sind denen egal und die ganzen eigenen Leute sind denen egal. Und ganz ehrlich, wenn die ihre Ziele durchsetzen wollen und sagen, die israelische Armee oder die israelische Regierung, das sind Terroristen, das, was sie jetzt gemacht haben, ist an Abartigkeit und an Unmenschlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ich habe keine israelischen Soldaten gesehen, die auf ein Festival gegangen sind und Leute massakriert haben, die Hälse durchgeschnitten haben, auf den rumgetanzt haben und Allahu Akbar geschrien haben. Oder irgendwie, weiß ich nicht, was die Juden schreien würden. Aber habe ich noch nie gesehen. Und das ist absolut ekelhaft. Und ganz ehrlich, wer so agiert, das ist von der Sache, von vielleicht mal, was irgendwann vielleicht mal legitim gewesen ist vor, weiß nicht, 40, 50 Jahren, Free Palästina oder was auch immer. Seid ihr schon so weit weg, was ihr macht? Ihr terrorisiert ein Land, was in Frieden mit euch leben wollte. Die Israelis wollten in Frieden leben. Die hatten überhaupt gar kein Problem. Ihr macht Terror, ihr schießt jeden Tag hunderte Raketen auf Israel, entführt Frauen und Kinder, ermordet Frauen und Kinder. Was erwartet ihr für eine Reaktion? Was glaubt ihr denn jetzt, was jetzt passiert? Jetzt wird die Reaktion sein, harte Hand und ihr werdet platt gemacht. Und genau das ist das, was jetzt passiert. Und da braucht ihr euch auch nicht beschweren und müsst sagen, die bösen Israelis. Das würde jede ganz normale Regierung wird das genauso machen, wenn ihr so, wie ihr agiert. Das ist einfach nur abartig und unmenschlich. Und ich habe null Toleranz für Hamas und keine Unterstützung mehr für Palästina oder die Sache, die sie da irgendwie haben, das ist absolut unmenschlich, was sie machen. Und ich habe nur noch Verachtung für diese Menschen.
Tut mir leid, es ist so. Warte mal. Okay. Ja, eben. Und außerdem schaut euch mal an, in welcher einer Situation, in welcher zeitlichen Lage überhaupt der Staat Israel entstanden ist. In einer Zeit, in der es kein, in dem Staaten wie Syrien, Bahrain, Irak und so weiter gar nicht existiert haben. Ja, das waren alles Staaten, die später gegründet worden sind. In dieser Situation, in der die Grenzen im Nahen Osten gar nicht festgelegt waren, weil zum Beispiel Syrien und Irak waren eine Einheit. Ja, das alles hieß damals Scham. Ja, und deswegen haben wir ja auch eine irakische Baas-Partei und eine syrische Baas-Partei. Die waren im Grunde genommen alle beide zusammen. Es war eine Ganz einzige. kurz, hier, Entschuldigung, ganz kurz. Ich bin hier leider kein Mod, aber an die Mods, bitte macht hier mal die Kommentare. Da hat mich gerade einer als HS bezeichnet. Ich soll mein Gesicht zeigen. Der will mich hier, ich will das gar nicht aussprechen. Bitte sperrt solche Kommentare. So, das muss nicht sein. Wenn ich jetzt Mod Und wäre, würde ich es machen, aber die. ich habe übrigens auch jemanden, Juche, der hat hier, ja, einfach sperren, wer hier droht und so etwas, wer Ausdrücke sagt, Ja, raus. weil das Ich habe muss hier nicht auch sein. jemanden, genau, ich habe Juche, der sagt, fühl dich nicht sicher, Kian, wir haben deine Adresse in London. Herzlich willkommen. Meine Axt, die an meiner Tür steht, die wartet auf euch. Ganz ehrlich, da seht ihr doch, was ihr für Menschen seid. Ihr könnt nicht mit Kritik umgehen. Ihr Ja. müsst direkt mit Mord drohen und wir besuchen dich. Was für Ja. armselige Menschen seid ihr eigentlich? Ja. Ohne Spaß. Das ist ja nicht mehr, das ist ja unglaublich. Ihr Zu habt null 100%. Erziehung und null Menschlichkeit. Einfach nur abartig. Sorry. Wenn ich Angst davor hätte, dass Muslime mir was antun könnten, dann würde ich diese Arbeit nicht machen können seit 6 Jahren. Ich höre seit 6 Jahren, wir finden dich, wir kommen, wir machen dies, wir machen jenes und so weiter und so fort. Aber davor hat kein Mensch eine Angst, überhaupt nicht. Ja? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich muss das sagen. Ah, übrigens, liebe Freunde, ich bin oft auf Kundgebungen in Deutschland. Ja, bald findet auch wieder eine Kundgebung statt. Glaubt ihr, ich habe irgendwelche Angst vor euch? Ich kämpfe gegen euch Barbaren, ja, weil ich instinktiv weiß, dass ihr seid der Untergang unserer Gesellschaft. Ja, deswegen kämpfe ich gegen euch. Ihr beeindruckt mich nicht mit eurem Geschrei oder mit euren Drohungen und so weiter und so fort. Ich weiß, ihr habt das im Blut, ihr wollt das, weil ihr primitiv seid. Ich habe es schon einmal in einem Stream gesagt, ihr seid eine völlig neue Spezies da draußen. Ja? Ihr seid weder Menschen noch seid ihr irgendwelche Vorläufer von Menschen. Ihr seid Homo Islamicus Ideologicus. Eine völlig neue, vielen Dank, ihr seid eine völlig neue Spezies da draußen. Ihr wollt jede Gesellschaft, jede Gesellschaft wollt ihr, ihr wollt jede Gesellschaft in eure Gesellschaft verwandeln. Ihr Palästinenser, Libanesen, Syrer und Afghaner und Iraker, ihr seid alle hier, weil der Islam euch die Hölle auf Erden bereitet hat. Und jetzt bringt ihr die Scharia, die Hölle zu uns. Und ihr wollt unsere Gesellschaften in eure Gesellschaften verwandeln oder in ein Abziehbild von eurer Gesellschaft. Und ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass ich hier sitze und Angst vor euch habe. Ich stehe da draußen jedes Wochenende auf der Straße. Ich gehe raus in die Öffentlichkeit. Ich war erst jetzt vor 2 Tagen war ich am Samstag in Köln auf dem Bahnhofsvorplatz und habe 5 Stunden eine Rede gehalten. Wo wart ihr denn, ihr großen Maulhelden? Wir finden dich und so weiter und so fort. Ja? Ihr seid fake. Und die Leute, die hier die Palästinenser so feiern und Free Palästina, ich sage euch mal ganz ehrlich was, wenn ihr richtige Männer wärt und so wie ihr euch immer haltet, wir sind die tollen Männer und wir sind so stark, wo ist die Männlichkeit, wenn man kleine Kinder und Frauen schlachtet? Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Ihr seid feige, feige Bestien, einfach abartige Bestien, die nichts anderes können, als sich an unschuldigen Frauen und Kindern zu vergreifen und dann zu sagen, ja, die Israelis machen das doch auch, die Israelis machen das auch. Die Israelis machen das immer nur als Reaktion. Als Reaktion bombardieren sie, weil ihr Terror seht. Ihr seht Terror. Und dann kommt eine Reaktion natürlich. Auf eine Aktion folgt eine Reaktion. Und die Reaktion, die jetzt folgen wird, wird so sein, dass ihr komplett platt gemacht werdet. Das habt ihr dann davon von eurem freien Staat. Ihr werdet komplett blockiert und werde platt gemacht. Herzlichen Glückwunsch, habt ihr ja viel erreicht. Ja, Wunderbar, toll. absolut, absolut.
Und mein Herzensanliegen ist, dass wir Leute, dass wir die Menschen da draußen aufwecken. Die Muslime sind hoffnungslos verloren. Die Migranten sind hoffnungslos verloren. Da ist vielleicht einer in einer Menge von 10.000, der vielleicht ein bisschen kritisch denkt. Aber der Rest ist hoffnungslos verloren. Das sind Menschen, die sind nicht kompatibel mit unserer Lebensweise. Und wir müssen sie nach Hause schicken. Wir müssen Remigration anstreben. Wir müssen Flugzeuge und Busse und Bahnen und Schiffe bereithalten. Und wir müssen Millionen von diesen Menschen müssen wir wieder zurückführen. Wir müssen die Afghanen aus unserem Land bekommen, die Syrer aus unserem Land bekommen. Wir müssen die libanesischen Clans aus uns herausbekommen, die kurdischen Clans. Wir müssen die alle raushaben. Wir müssen unser Land wieder befrieden. Und wir müssen weniger von dieser toxischen Religion in unserer Gesellschaft haben als mehr. Deswegen müssen wir auch die Islamkonferenz torpedieren. Wir müssen zusehen, dass die Islamkonferenz niemals Erfolg haben wird. Wir müssen zusehen, dass die DITIB aus Deutschland verjagt wird. Wir müssen diese Moscheen schließen. Wir müssen diese über 1.000 DITIB-Moscheen müssen wir rausschmeißen. Wir müssen den langen Arm von Ankara müssen wir endlich abschneiden, damit wir Ruhe haben. Und das geht nur, wenn wir tatsächlich uns alle engagieren. So wie du, lieber Löwenherz, du warst ja auch da bei der speziellen Ja. Mahnwache. Ja. Und das ist der Weg, wie wir aufstehen müssen. Diese Menschen wollen nicht mit uns zusammenleben. Ja, hier ist zum Beispiel eine Mariam, ja, eine Mariam, ja, ist ohne Hijab, ja. Sie ist ohne Hijab, aber sie gibt zwei Palästina-Flaggen. Aber sie wäre die erste, die unter der Hamas-Herrschaft im Gazastreifen niemals, niemals ohne Hijab in diese Gesellschaft laufen dürfte. Sie dürfte es nicht. Im Gaza tragen sie alle Hijab. Da gibt es nicht diese Möglichkeit. Diese Mädchen mit dem Stockholm-Syndrom, Löwenherz, das sind alles so verlorene Seelen. Kleine Das ist Mädchen, so. große Mädchen, alle hängen sie am Islam, aber praktizieren ihn nicht, sehen aus wie kleine Flittchen mit ihrer grell geschminkten Gesichter und Es mit wird ja auch. Leggings und High Heels. Aber das würden sie alles verlieren, wenn sie auch nur eine Woche in einem Hamas, kontrollierten Palästina, leben müssten, ja. Es wird ja auch auf jeder Kundgebung gesagt, dass der Islam friedlich ist und kann. Nehmen wir mal an, es stimmt. So, der Islam ist friedlich. Wo sind denn die ganzen Moslems, die aufschreien und sagen, ey, dass ihr Kinder schlachtet, ihr Palästinenser, und Frauen entführt? Da sind wir dagegen. Sag mal, spinnt ihr? Nicht einer. Ich habe noch nicht einen gesehen bei TikTok, egal wo, im Internet, irgendwo, wo ich gelesen habe, dass sich irgendwelche muslimischen Verbände oder Palästinenser oder irgendeiner dagegen stellen, was da gerade passiert. Das bedeutet, alle Moslems, muss ich mit einschließen, die das befürworten, dass Frauen und Kinder geschlachtet werden, dass da Leute entführt werden, Familien auseinandergerissen werden, auf brutalste Weise, wie im finstersten Mittelalter, die Leute auf offener Straße geköpft werden, dann kann ich nur daraus schließen, dass ihr das alle toll findet. Und wenn ihr das alle toll findet, seid ihr alles Verbrecher und Monster. Und dann müsst ihr einfach dafür bestraft werden, ganz einfach. Und schau dir mal das jetzt an. Es gibt einen Koran-Kommentator, der nennt sich Al-Jahiz. Der hat gelebt 781 bis 869. Einer der frühesten Koran-Exegesen. Was hat er in Bezug auf die Juden gesagt? Jetzt haltet euch mal fest, okay? Als unser Volk, die Muslime, die Beschäftigung der Juden und Christen so beobachtete, kam es zu dem Schluss, dass die Religion der Juden im Vergleich zu ihren Berufen ungünstig sein muss und dass ihr Unglaube der schlimmste von allen sein muss, da sie die schmutzigste aller Nationen sind. Warum die Christen, so hässlich sie auch sind, körperlich weniger abstoßend sind als die Juden, kann durch die Tatsache erklärt werden, dass die Juden dadurch, dass sie keine Mischehen eingehen, die Anstößigkeit ihrer Gesichtszüge verstärkt haben. Exotische Elemente haben sie nicht darin vermischt. Weder hatten Männer fremder Rassen Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen, noch lebten ihre Männer mit Frauen fremder Abstammung zusammen. Die jüdische Rasse wurde daher hohe geistige Qualitäten, ein gesunder Körperbau und eine hervorragende Milchproduktion verweigert. Die gleichen Ergebnisse werden erzielt, wenn Pferde, Kamele, Esel und Tauben durch Inzucht gezüchtet werden. Das hat einer der frühesten Koranexegesen Al-Jahiz gesagt, auf den sich Millionen von sunnitischen Muslime berufen. Kann man sich das vorstellen? Es ist einfach unglaublich. Und mit so etwas werden die Muslime erzogen. Ja? Mit so etwas werden die Muslime erzogen. Ja, mit das ist Ganz das ehrlich. lernen sie in ihren Koranschulen diesen Dreck.
Ich habe auch selten, wenn ich Bilder und Videos sehe, wie die sich dafür feiern, dass die Frauen und Kinder umbringen. Und ich habe diese Videos gesehen und ich kann mich nicht verstehen, was in solchen Menschen vorgeht, die so etwas gutheißen oder das meinen. Ich verstehe es nicht. Ja, ich habe jemand hochgeholt, Dille Remer, bitteschön. Ja. Ja, bitte. Was möchtest du dazu sagen? Also ich sehe sie hier zum allerersten Mal. Ich kenne sie überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin wahnsinnig unruhig innerlich. Also ich habe so eine richtige Unruhe in mir, während ich das Ganze hier mitverfolge, die Kommentare und das, was sie von sich geben. Ich kann es auf einer Seite, diese Wut, diesen Hass gegen alles, was gerade passiert, kann ich nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich ein Mensch bin, der immer die andere Seite verstehen möchte und auch versucht, die Seite zu verstehen. Aber ich muss sagen, ich als Muslimin, gebürtige Muslimin, Alhamdulillah, und aus einem Haus, in dem ich erzogen wurde, in Deutschland sich anzupassen, zu integrieren, und der Glaube bleibt zu Hause. So, was bedeutet das? Das bedeutet, solange niemand fragt, was mein Glaube ist, werde ich denen auch nicht sagen, was mein Glaube ist, weil ich ihnen niemanden aufdringen möchte, niemanden aufzwingen möchte. Ich frage mich gerade nur, woher diese Argumentation von ihnen kommen, so zum Beispiel, dass sie sagen, die ganzen Moscheen, die ganzen Syrer, die ganzen Afghanen, die ganzen Iraker, sagen Sie doch lieber, es wäre doch so schön, wenn Sie sagen würden, die ganzen kriminellen Banden, die ganzen kriminellen Menschen, die ganzen Menschen, die terroristisch, mit terroristischem Hintergrund, das ist doch mal etwas ganz anderes, weil dagegen sind wir Muslime doch selber, also wir, die hier leben. Wir, die hier schon seit 20 Jahren leben, wir sind selbst dagegen. Und ich finde es sehr gefährlich, das so zu verallgemeinern, zu sagen, alle müssen jetzt raus, alle Moscheen weg. Warum? Woher? Warum? Ich will es nur verstehen. Warum sagen Sie das so? Ich kenne Sie wirklich nicht, deswegen möchte ich es verstehen und möchte mit Ihnen sprechen. Deswegen erklären Sie es mir bitte. Also ich gehe mal davon aus, dass du Kurdin bist, richtig? Richtig, ja. Ja, das erkenne ich an deinem Namen, Dilekremer. Ich bin auch Kurde aus dem Iran und ich komme aus einer typisch kurdischen Stadt aus Kermanshah, die an der Grenze zum Irak liegt. Kenne ich sehr gut, ja. Genau. Und wir haben mehrere Massaker erlebt durch die Mullah-Milizen, den Sepah-e-Pasdaran, den Revolutionswächter, den Basij, den Freiwilligenverbänden und so weiter und so fort. Aber darum geht es nicht. Also das kurdische Volk hat auch seine Erfahrung gemacht mit dem Islam. Wir haben nämlich 40.000 kurdische Jesidis verloren an diese Barbaren, die verschleppt worden sind, die in die Das Sek weiß ich, das weiß ich. Ja, ein Dilemma, das nicht passiert wäre, wenn wir dem Islam nicht so hofiert hätten. Aber die Tatsache, dass die Sklaverei ein fester juristischer Teil des Korans ist und die Tatsache, dass die Sklaverei und die Sexsklaverei im Islam nie abgeschafft worden ist, hat es dem IS erst möglich gemacht, überhaupt Zehntausende kurdische Frauen zu verschleppen, die jetzt wahrscheinlich in den Arabischen Emiraten sitzen und weiß der Geier, wo sie noch überall rum, wo sie jetzt gefangen gehalten und vergewaltigt werden und benutzt und missbraucht werden, wie es diesen Taliban-Herrschaften da beliebt. Die andere Sache ist, ich sprach von den DİTİB-Moscheen. Ich habe gesagt, die DİTİB ist der verlängerte Arm von Ankara. Die Ankara installiert absichtlich diese Moscheen überall in Deutschland. Erdogan hat das vor vielen Jahren auch gesagt. Er möchte Einfluss gewinnen auf die türkische Community in Deutschland. Und die DİTİB-Moscheen unterstehen alle der Religionsbehörde Diyanet in Ankara. Das heißt, wenn ich fordere, dass diese DİTİB-Moscheen geschlossen werden, dann sage ich nichts anderes, dass eine fremde Religionsbehörde nicht auf einheimische Moscheen Einfluss ausüben sollte. Warum? Das wäre so, als wenn zum Beispiel der deutsche Staat in der Türkei 1.000 Kirchen baut und damit Kontrolle übernimmt auf 4 oder 5 Millionen Deutsche, die jetzt mal als Beispiel in der Türkei leben, um sie dann zum Beispiel religiös und politisch gegen die Türkei aufzuhetzen. Und das ist auch die Tatsache, dass die Religionsbehörde Diyanet unter der Führung von Erdogan diese Leute immer
in Hochspannung hält. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Die DITIB-Moscheen weg. Ich bin aber auch dafür, dass jede Moschee geschlossen wird, in dem auch nur ein falsches Wort gepredigt wird und dass diese Prediger ausgewiesen werden. Bin ich für mehr Islam in Deutschland? Selbstverständlich nicht. Ich bin praktizierender Muslim gewesen. Ich habe 30 Jahre lang diese Religion praktiziert und ich kenne diese Religion in- und auswendig. Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich habe viele Muslime herausgefordert, mit mir zu diskutieren und sie sind alle gescheitert im Moment. Ja, bis jetzt ist wirklich kein Glanzlicht ihrer Community gekommen und hat mich in die Grenzen gewiesen. Warum? Weil ich mich meine Hausaufgaben gemacht habe und weil ich mich gut auf meine Religion vorbereitet habe und auf die, natürlich auf die Argumente diesbezüglich. Passen diverse Kulturen zu uns? Ich als Kurde sage, auch viele Kurden passen nicht zu uns, zu dieser Gesellschaft hier. Es sei denn, sie assimilieren sich komplett und sie werden ein Teil dieser Mehrheitsgesellschaft. Ansonsten würde ich sagen, dass orientalische Kulturen sehr, sehr, sehr selten zu uns passen. Ja, sehr, sehr, sehr selten. Ja, und deswegen bin ich dafür, ja, es sollten weniger Araber sein. Weniger Aber Ihnen ist schon klar, dass es unsere Kurden waren, unsere muslimischen Kurden, die gegen die IS gekämpft haben. Es waren unsere Kurden, die christliche, muslimische, jesidische Brüder waren an der Grenze und haben gegen die IS gekämpft. In Kurdistan haben keine muslimischen Kurden gekämpft. Doch. Oh mein Gott, wie können Sie das sagen? Mein Onkel ist ein Peschmerga und hat gegen die IS gekämpft. Wie können Sie das sagen? Er hat sein Leben geopfert. Die YPG und die PKK sind sozialistische Bewegungen und diese Leute haben der Religion abgeschworen. Nein, ich bin, stopp, ich spreche nicht von der PKK oder JPG. Da sind zwei Paar Schuhe. Sie haben den Kommunistenstern in ihrer Flagge. Und Sie sprechen von den Kurden aus der Türkei und syrischen Seite. Ich spreche von den Kurden aus Nordirak. Die haben auch gegen die IS gekämpft und das sind Muslime. Es ist eine sehr fanatische Gruppe, die Kurden. Ja, und die behandeln auch ihre Frauen nicht besser, als der IS seine Taliban-Frauen behandelt. Wäre mir sehr neu. Also meine Mutter kann sich nicht beschweren. Ich habe noch nie gesehen, dass mein Vater meine Mutter respektlos behandelt hat oder sein Wort gehoben hat. Dann hatte deine Mutter Glück und du hattest Glück mit deinem Vater. Die Tatsache aber, dass in der kurdischen Kultur Frauen nicht wirklich was zählen, es sei denn, sie gehören zum alevitischen Zweig oder sie haben sich getrennt von der Religion und haben sich also diesen sozialistischen Bewegungen angeschlossen, dann gibt es natürlich ein neues Frauenbild. Die Tatsache aber, dass unsere kurdische Gesellschaft oder die arabische Gesellschaft, die afghanische Gesellschaft, absolut toxisch patriarchalisch ist. Und ich meine jetzt nicht, ich habe nichts gegen ein Patriarchat. Ich habe nichts dagegen, dass der Mann wieder die Kontrolle über die Gesellschaft übernimmt. Habe ich kein Problem mit. Aber ein toxisches Patriarchat, wo die Frau also wie ein Produkt herumgereicht wird, ist immer noch ein elementarer Bestandteil unserer Kultur, ist immer noch ein Bestandteil der kurdisch-arabisch afghanischen und iranischen Kultur. Und das möchte ich nicht in Deutschland haben. In erster Linie stehe ich hier für Deutschland. Ich bin nicht in erster Linie Kurde, ich bin in erster Linie Deutscher mit kurdischen Wurzeln. Ja, weil das mein Zuhause ist. Und jetzt sehe ich, dass Migranten aus allen möglichen Winkeln der Erde, ganz besonders aber muslimische Migranten, herkommen und auf einmal die Verhältnisse in diesem Land hier umkrempeln. 20.000 Messerattacken in Deutschland. Davon ein überwiegender Prozentsatz von Menschen mit muslimischem Hintergrund, die andere Menschen erstechen oder mit dem Messer angreifen. 704 Gruppenvergewaltigungen im letzten Jahr. Gruppenvergewaltigung ist ein Phänomen. Gruppenvergewaltigung ist ein Phänomen, das die deutsche Gesellschaft so noch nicht kannte. Das haben uns muslimische Migranten nach Deutschland gebracht. Und das ist die Wahrheit über diese Sache. Wir haben Volksgruppen in unsere Breitengrade gelassen, die sehr gefährlich sind. Und die uns das Leben enorm schwierig machen. Und deswegen bin ich für weniger Islam und ich bin für weniger solcher orientalischer Gruppen, weil ich weiß, dass das Zusammenleben zwischen dem aufgeklärten Europa und diesen zivillosen Gesellschaften aus dem Nahen Osten einfach nicht funktioniert. Das ist die Realität. Ja, unsere Gesellschaften sind nicht friedvoller geworden, unsere Gesellschaften sind gewalttätiger geworden, seit die Zuwanderung aus dem islamischen Raum zugenommen hat. 700 Gruppenvergewaltigung kannte Deutschland nicht. Überwiegend sind drei Gruppen daran beteiligt. Kann man sich alles nachlesen in der Veröffentlichung vom Bundeskriminalamt mit dem Titel Kriminalität im Kontext der Zuwanderung.
Und da kann man sehen. Ich beschäftige mich sehr, sehr stark mit diesem Thema. Und ich habe auch vor 2 Tagen den Fall in München am Hauptbahnhof mit dem Jungen gehört. Also ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Fall vorliegt. Ich verstehe es und ich bin komplett mit Ihnen, dass Sie sagen, dass die Kriminalisierung zugenommen hat durch diese ganze Flüchtlingskrise. Ich finde es wirklich sehr, sehr gefährlich zu sagen, dass alle, also sie kehren ja alle über einen Kamm und sagen, hier, alle sind gleich für mich. Nein, bitte. Alle Muslime. Ich bestehe darauf, dass meine Worte als differenziert betrachtet werden. Ich benenne kulturelle Probleme zwischen der europäischen Kultur oder den europäischen Kulturen und den Kulturen aus dem Orient. Und ich sage dir, ich kann in diversen Punkten kann ich verallgemeinern. Was die Frauenverachtung betrifft, so ist sie allgemein in der islamischen Welt. Das gibt es auch in Deutschland, unabhängig vom Islam. Ich bitte Sie. Es stimmt nicht. Häusliche Gewalt. Glauben Sie mir, ich habe mit Frauen gearbeitet. Und häusliche Gewalt war auch davor ein ganz großes Thema. Dazu kann ich was sagen. Ja, natürlich gibt es häusliche Gewalt auch unter Deutschen. Ich arbeite auch in einem sozialen Beruf. Meine Frau ist Erzieherin. Ich weiß das natürlich, die arbeitet auch. Da hast du vollkommen recht. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das Problem ist, dass ein sehr, sehr großer Prozentsatz und ein sehr, sehr großer Teil von Muslimen häusliche Gewalt erfahren in der eigenen Familie ist, weil es kulturell und religiös denen so beigebracht worden sind, dass die Frauen weniger wert sind und die Männer die Vorherrschenden in der Familie sind. Und so werden die Frauen dann auch behandelt. Schau doch mal, was zum Beispiel passiert, wenn eine muslimische Frau oder ein muslimisches Mädchen, sag ich mal, Tochter von einem Vater fremd geht oder, sage ich jetzt mal, einen Deutschen liebt oder keinen Muslim liebt. Die wird umgebracht. Die wird nicht in wenigen Fällen wird die umgebracht und es wird Ehrenmord begangen. Und sowas gibt es in unserer deutschen Gesellschaft nicht. Aber das hat doch mit der Kultur zu tun, nicht mit dem Islam. Warum steht die Kultur mit dem Glauben? Ich nenne dir Beispiele, warum es mit dem Islam zusammengehört. Weil der Koran zum Beispiel an einer Stelle sagt, die Männer stehen über die Frauen für das, was die Männer für die Frauen ausgeben. Damit ist der Mann der Versorger und damit hat er spezielle Rechte laut dem Koran. Dann gibt es den Prophet Mohammed, der gesagt hat, dass von 10 Menschen, die in die Hölle kommen, sind 9 Frauen, weil sie zum Beispiel sich offen angezogen haben oder weil sie ihre Haare gezeigt haben und so weiter und so fort. Dann gibt es unzählige Überlieferungen in der Hadith-Literatur, also in der Sekundarliteratur des Islam, wo zum Beispiel gesagt wird, dass eine Frau ihre Stimme nicht erheben soll, dass die Frau dem Mann den Sexdienst nicht verweigern kann. Und wenn sie es tut, dann werden die Engel sie bis zum Morgen verfluchen und so weiter und so fort. Die ganze Islamliteratur ist darauf ausgelegt, für Männer oder von Männern für Männer. Und alle Gebote im Koran sprechen eindeutig gegen die Würde der Frau. Die Bedeckung der Frau, der Mann kann sich zwischen Bauchnabel und Knie bedecken, ist dann komplett Scharia-konform bedeckt, während du eigentlich als muslimische Frau Hijab tragen musst und dann darf nur ein Gesicht, Hände und Füße dürfen zu sehen sein. Halbes Stimmrecht vor Gericht, halbes Erbrecht vor dem Ehemann. Scheidungsrecht liegt ausschließlich bei dem Mann und nicht bei der Frau. Die Frau kann sich im Islam nicht scheiden lassen. Dann gibt es die Tatsache, dass der Mann dass er 4 Frauen heiraten kann und unzählige Missjahr- oder Mutterehen, sogenannte Zeitehen, machen kann. Aber eine Frau kann nicht mehr als einen Mann haben. Ja, ich nenne nur die Unterschiede. Wenn es zur Sexsklaverei kommt, im Krieg dürfen Frauen genommen werden als Kriegsbeute und dann dürfen die Männer mit diesen Frauen auch schlafen laut Koran oder beziehungsweise laut den Befehlen aus den Aussagen des Propheten Mohammed und dann dürfen die Männer mit den Frauen schlafen, ohne dass das irgendwie Unzucht wäre, Sinna, weil Frauen sind Beute, Gegenstände und damit können die Beutefänger machen, was sie wollen. Und deswegen hatte der Prophet auch sich immer bei den Beutezügen, wenn die Frauen und Kinder gefangen genommen wurden, das hat er sich immer die schönsten Frauen genommen und hat diese Frauen dann als Sexsklavin genommen. Genauso wie er die Maria die Koptin war die Sklavin von seiner Ehefrau Khadija, von seiner Ehefrau Hafsa. Als Hafsa zu ihren Eltern gegangen ist, also ihre Eltern besucht hat, hat Mohammed laut der Hadith-Literatur mit der Maria der Koptin geschlafen. Ja, und das ist überliefert in der Sunna.
Ja, und er hat einfach mit ihr geschlafen. Und dann ist Hafsah nach Hause gekommen und hat ihn überrascht. Und wenn du möchtest, drehe ich dir die Handy um und ich zeige dir die Quellen in der Sunna. Ja, diese Schema. Realität. Mohammed wurde von mehr als 40 Sklaven Tag ein, Tag aus bedient. Die Propaganda, dass Mohammed bescheiden gelebt hat, ist ein absoluter Bullshit. 40 Sklaven haben sich um sein Wohlbefinden jeden Tag gekümmert. Von allem Möglichen. Er hat sogar Sklaven seiner Tochter Fatima geschenkt und hat gesagt, Fatima, du machst immer zu viel Arbeit. Hier, nimm einer meiner Sklaven, die soll dich ein bisschen entlasten. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Und da kannst du nicht Astaghfirullah sagen, sondern da musst du dich einfach mit der islamischen Geschichte auseinandersetzen. Was hat Mohammed getan mit dem Schwiegersohn? Was hat Mohammed getan mit seinem eigenen Schwiegersohn? Seid. Ja, er ist zum Haus seines Ziehsohnes, Adoptivsohnes gegangen und hat die Frau seines Adoptivsohnes halbnackt gesehen. Und dann hat er sie begehrt. Und dann kam der Koranvers herunter, Mohammed, du brauchst nicht verstecken, was in deinem Herzen ist. Und dann ist er zu Seid gegangen und hat gesagt, Seid, Allah hat mir gesagt, dass du dich von deiner Frau trennen sollst. Und dann hat er sie geschieden, damit er sie bekommen kann. Das ist eine Geschichte im Koran und das wird von der Sunna überliefert und das wird auch von Ibn Kathir überliefert. Er beschreibt das ganz genau, dass Mohammed sich verliebt hat in die Frau seines Adoptivsohnes. Und damals haben die Araber die Frau, die angenommenen Söhne als ihre echten Söhne betrachtet. Und deswegen war es ein Skandal in der damaligen arabischen Gesellschaft, dass Mohammed seinen Ziehsohn so respektlos behandelt hat, indem er gesagt hat, oh, du musst mir deine Frau geben. Das ist die islamische Geschichte, von der du nämlich nicht liest, weil du einfach nur diese moderne Kitsch-Literatur liest. Islam ist Frieden, Islam ist lieb, Islam gibt Frauenrechte. Nein, 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 ich lebe den Islam, den mein Vater mir gelehrt hat. Und ich bin die Letzte, die hinterfragt, was genau vor Tausenden von Jahren war, weil ich das glaube, was mein Vater mir gelehrt hat. Und mein Vater hat mir Friede und Gutherzigkeit beigebracht. Und an allererster Stelle, dass du Menschen akzeptierst. Respekt und Akzeptanz, das sind die zwei Dinge, die mein Vater mir immer beigebracht hat. Wunderbar. Und diese Details, was im Koran steht, schau mal, das ist für mich nicht von Bedeutung. Das ist für mich nicht von Bedeutung. Es wird mich nicht als Menschen voranbringen und auch nicht einschränken. Ich glaube an das, was mich als Mensch voranbringt. Und das ist mein Glaube, der bringt mich voran, weil ich an das Gute glaube. Verstehst du, was ich meine? Okay. Und der Islam ist für mich die Art von Islam, die ich lebe und praktiziere. Und dazu gehört dann auch... Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Aber darf ich nur eine Sache noch. Könntest du mir nur einen Gefallen tun? Es wäre so schön. Jetzt haben wir ja zwei hier, den Stefan und den Löwenherz. Könntest du den Azad bitte reinholen? Ich kenne ihn nicht, aber er hat jetzt so oft schon drum gebettelt, wirklich, dass er kurz seine Meinung dazu äußern darf. Ich wäre dir wirklich sehr verbunden, wenn du ihm kurz eine Stimme gibst, dass er kurz reden darf. Ich würde mal sagen, während Kian darüber nachdenkt oder es versucht, je nachdem, werde ich kurz hier meinen Hut reinschmeißen. Und genau das ist leider, werte Dame, das Problem, was du hier nicht verstehst, nämlich du betrachtest die Sachlage hier nur aus der Ich-Perspektive, während Kian das Ganze aber aus der Gesamtperspektive betrachtet und das mit den Fakten beleuchtet, dass du für dich die Religion und das Ganze entsprechend sehr edelmütig und moralisch hochwertig auslebst, ist ja schön und gut, aber das ändert nichts an den Tatsachen, die wir hier aufzeigen, beziehungsweise die Kian hier aufzeigt. Und das ist auch das große Problem von euch. Ihr seht das Ganze immer durch eure persönliche rosarote Brille, aber das sind nicht die Tatsachen. Das ist nicht das, was da draußen passiert. Und solange ihr euch davor verweigert, diese Wahrheiten anzuerkennen, die es nun mal gibt, die geschehen und die so passiert sind, werdet ihr das nicht anerkennen. Und mit so einer Wahrnehmung kommt ihr nicht voran. Also wenn jemand die Geschichte kennt und das Ganze besser als verstehen kann, sind das die Kurden. Ich weiß, es gibt so viele, die sagen, oh bitte vergleich die Kurden nicht mit der Palästina-Geschichte. Doch, tue ich. Diese Doppelmoral geht mir nämlich sowas von auf den Senker. Weißt du? Doch, schüttel nicht den Kopf. Doch, gerade du als Kurde müsstest das wissen und auch dafür einstehen und sagen, doch, es ist so. Es ist einfach. Für was soll ich anstehen? Auch mit der Türkei, auch mit der Türkei, weißt du,
Es sind so viele Punkte, wo ich sage, es sind so viele Bausteine, so viele Baustellen, weißt du, auch in Deutschland, auch mit der AfD, wenn ich, jeder labert mich zu mit der AfD, die AfD ist so, die AfD ist so. Nein, ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte keine kriminellen Banden in Deutschland. Ich möchte, dass meine Tochter sicher zur Schule kann, ohne Hintergedanken. Ich möchte nicht, dass meine Tochter 100-mal sich vorm Spiegel dreht, Mama, darf ich das anziehen, weil ich habe Angst. Natürlich, wer will das denn? Und wir Muslime, die hier aufgewachsen sind, wir verstehen das auch und wir sind genauso dagegen. Na, das. Jetzt, aber du musst jetzt, du guck mal, aber du hör doch auf, ständig den Islam. Der Islam ist daran schuld. Ich verstehe dich. Aber wenn du das so siehst, ist das ja auch gesund und vernünftig. Das Problem ist, die große Mehrheit der Muslime in Deutschland sieht das nicht so. Und die sind, viele sind nicht integriert und viele, die zu uns gekommen sind, die auf Deutsch gedacht, scheißen auf unsere Werte. Dann ist das ein Problem der Integration von beiden Seiten. Und ich habe noch nicht einmal gehört, seitdem du hier drin bist, habe ich noch nicht einmal gehört, dass du das verurteilst, was die Palästinenser gerade mit Frauen und Kindern machen. Habe ich noch nicht einmal gehört. Ich bitte dich, es ist von beiden Seiten. Ah, komm, also darüber rede ich nicht, weil da habe ich nicht genug Wissen drüber, was Palästina und Israel angeht. Und ich sagte ganz ehrlich, ich habe in meiner Heimat am meisten zu kehren. Verstehst du, was ich meine? Und damit beschäftige ich mich. Aber das Palästina- und Israel-Problem werde ich nicht lösen können. Und ich verurteile beide Seiten. Ich verurteile Mord ist Mord. Und es ist mir dann egal, ob es von der einen Seite kommt oder von der anderen Seite und welche Religion dahinter steht. Entschuldigung, es wurden 100 Menschen aus ihrer Stadt an der Grenze zum Gaza entführt, fürchterlich misshandelt. Eine Frau wurde nackt ausgezogen, sie wurde vergewaltigt, ihr wurden die Beine gebrochen und sie wurde schlussendlich getötet. Und dann ist sie nackt auf einem Pickup durch Gaza gefahren worden. Und dann saßen Männer da hinten auf dem Pickup mit ihren Beinen auf den Hintern dieser Frau und auf dem Rücken und haben sich gefreut, während von links und rechts Palästinenser kamen und auf diesen Körper dieser jungen Frau, einer 23-jährigen Deutschen, Israelin oder einer deutschen Jüdin gespuckt hat. Sie ist zu einem Festival gegangen an der Grenze zum Gaza, um Solidarität mit den Palästinensern zu üben. Dieses Festival war ein pro-palästinensisches Fest. Ja, und ausgerechnet bei diesem Fest sterben über 250 Menschen. Und über 100 wurden entführt, Frauen und Kinder. Ein kleiner israelischer Junge von ein paar Jahren wird von palästinensischen Kindern verprügelt. Die haben diesen Jungen mit seiner Mama verschleppt. Ja, eine alte Frau von über 80, ich glaube 89 Jahre, wird mit einem Golfauto, wird sie durch Gaza gefahren, wie eine Trophäe herumgezeigt. Ja, hier trifft die Barbarei auf die Zivilisation. Schau dir Israel an und schau dir mal die umliegenden arabische Welt also, an. Ja? So, das machen wir in die Runde. Assad hier drin, auf Wunsch von Dile Khema, bitteschön. Ich danke dir erstmal, dass du mich hochgeholt hast. Ich wollte es eben ansprechen. Du hast an dem Teil recht gehabt mit der jungen Frau. Ob das ein pro-palästinensisches Festival war, weiß ich nicht. Aber ich mache mal jetzt einfach... Ich habe die Google. Okay, alles klar. Du kannst das Google. Du kannst sehen, was die Botschaft in diesem Nehmen wir an, das stimmt. Ich will jetzt keine Whataboutismus betreiben, aber es ist ja schon seit... Wie lange geht das? 1948, glaube ich, ne? Der Konflikt. Es ist ja so, dass die Palästinenser auch unterdrückt werden. Und ich habe gerade gesehen, da hat jemand eine palästinensische Flagge reingemacht, der wurde gestummt. Ganz kurz wollte ich ihm erwähnen. Da wird keiner laut. Die Kinder, die da sterben, werden auch Terroristen genannt. Die Kinder, die da entführt werden, werden auch Terroristen genannt. Gaza wird jeden Tag bombardiert. Warum ist das nicht redenswert? Stopp. Warte ganz kurz, Kian, ganz kurz. Findest du das gut oder schlecht, was Israel mit den Bürgern da macht im Gazastreifen? Das ist die falsche Frage. Antworten. Und ich werde darauf antworten. Es gibt zwei autonome Regionen und die sind Assad. Diese zwei autonomen Regionen, woraus bestehen die? Oder was sind die Namen dieser zwei autonomen Regionen in diesem Gebiet? Westjordanland und Gazastreifen. Richtig. Wie sieht Westjordanland aus und wie sieht Gaza aus? Was meinst du damit? Worauf willst du hinaus? Im Westjordanland blüht das Leben. Die Israelis sind nicht mehr im Westjordanland. Die können sich doch sauber, ruhig verwalten. Da gibt es keinen Terrorismus. Alles ist wunderbar. Warum ist es in Gaza so? Weil eine islamische... Vielleicht die Antwort jetzt, weil du wirst sagen, durch die Hamas. Moment, du willst doch jetzt eine Antwort. Und dann lass mich ausgehen und dann kannst du. So. Die Tatsache, dass der Gazastreifen von religiösen Wilden kontrolliert wird, nämlich von der Hamas, die in ihrer Charta geschrieben hat, dass ihr Kampf dann aufhört, wenn sie die Juden ins Meer getrieben haben und wenn
Palästina komplett befreit ist. Also die ganzen Staatsgebiete von Israel sollen befreit werden. Das Westjordanland hat sich entschieden, unter der PLO-Führung oder der jetzigen PLO-Führung entschieden, mit Israel Verhandlungen aufzunehmen. Und in Westjordanland fehlt es an nichts, weder an Strom noch Wasser noch an sonst irgendetwas. Gazastreifen. Es wurde um den Gazastreifen eine Mauer gebaut, aber nicht um das Westjordanland. Die Israelis behandeln also diese beiden autonomen Zonen so, wie sie die Israelis behandeln. Und die Tatsache, dass aus dem Westjordanland so gut wie keine Anschläge stattfinden, aber dass die Tatsache, dass im Gaza faktisch eine verrückte islamische Miliz existiert, die hochgerüstet ist, aus Ägypten Waffen bekommt, von der Hezbollah, von Iran, und sie nur diesen Traum haben, so viele Israelis zu ermorden, macht es notwendig für Israel, zu intervenieren im Gaza. Die Tatsache, dass die feige Hamas jetzt aus den Wohngebieten heraus ihre Drohnen abgeschossen hat, aus den Wohngebieten ihre Raketen abfeuert, zwingt Israel dazu. Aber ich mag Netanyahu nicht, aber Netanyahu hat gesagt gestern in einer Videoansprache, Leute, verschwindet aus dieser Region, denn da werden wir bombardieren. Das heißt, die Israelis warnen die Zivilisten, ihr könnt gehen, was die Hamas nicht gemacht hat. Die Hamas hat eine Agenda, die Auslöschung Israels, und Israel hat eine Agenda, und das ist die Verteidigung ihrer Grenzen. Und das ist der Grund, warum Menschen im Gaza sterben, weil die feigen Hamas-Aktivisten die Kinder vor sich hinstellen oder aus Wohnhäusern ihre Raketen abschießen. Nein, da muss ich ganz kurz reinsprechen. Darf ich eben? Dass Zivilisten dabei ermordet werden. Okay, aber wir haben doch, ich meine, wir wissen alle, und du weißt, glaube ich, auch, du hast die Videos auch gesehen, wie Mütter geschlagen werden, die einfach auf der Straße sind. Also es ist schon gezielt auf Zivilisten und die waren die nicht vorher. Die PLO, die da stationiert ist. Lass mich bitte eben ausreden. Das stimmt nicht. Ich habe es mit meinen Eigen. Er hat gesagt, Leute, geht von dort weg, wir werden einen großen Militäreinsatz machen. Ich rede doch von 2016, 2017, 2018. Die Israelis werfen seit über 30 Jahren Flugblätter über die Gebiete ab und sagen, geht von da weg, wir werden... Ich rede nicht von den Raketen, ich rede von der PLO, die da stationiert ist, die mit den Menschen so umgeht, als wären sie Tiere. Guck mal, und ich bin ein Kurde, warte ganz kurz, ich bin ein Kurde, okay? Wir Kurden werden nie unterstützt von Palästina. Viele hassen uns auch, aber trotzdem sind wir so menschlich und sind für Gerechtigkeit und für die Menschlichkeit. Ich könnte jetzt sagen, die haben das verdient, weil die feiern hier Hussein, Saddam Hussein, ihr kennt's ja, denke ich mal, ne? Ja, verflucht. Die feiern den und die hassen Kurden, aber trotzdem, es geht ja um Gerechtigkeit, verstehst du? Und du weißt ganz genau, welche Videos ich auch meine. Also, wir wissen beide schon, es gibt eine große Ungerechtigkeit in der Region, im Gazastreifen. Das kann man nicht mit der Hamas. Wenn die Hamas ihre Kämpfe morgen einstellt und sagt, ja, wir gehen an den Verhandlungstisch mit Israel, hört alles auf. Aber Israel hat eine Bedrohung an ihrer südlichen Grenze, und das ist an ihrer östlichen Grenze, und das ist der Gazastreifen. Und die Tatsache, dass sich Zehntausende religiöse Wilde in diesem Gebiet aufhalten, die hochexplosiv sind, wie wir jetzt wieder gesehen haben, wo Menschen auf einem Festival, auf einem Pro-Palästina-Festival ermordet werden und dass kleine Kinder wie Trophäen in den Gazastreifen verschleppt werden. Es zeigt, dass etwas mit der Religion nicht stimmt. Das ist natürlich falsch. Das ist ekelhaft. Also ich will auf das eingehen, was du gesagt hast. Entschuldigung, ich muss kurz eine Anlage machen an die Chat-Teilnehmer. Ich habe meinen Moderatoren gesagt, wenn ihr schreibt zum Beispiel Islam ist Dreck oder und so weiter und so fort, dann habe ich den Moderatoren gesagt, dass ihr gesperrt werden müsst, weil ich sonst meinen Live-Chat hier verliere. Und meine Moderatoren haben freie Hand. Bitte bleibt sachlich, wir unterhalten uns, auch wenn ihr den Islam nicht mögt. Ich mag den Islam auch nicht. Ich hasse den Islam. Ich finde ihn abstoßend. Aber nicht desto trotz, bitte hört auf, da zu schreiben, Islam ist dies und Mohammed ist ein Pedo und so weiter. Lasst dies alles bitte sein. Unterhaltet euch mit den Leuten, aber ihr müsst nicht den Islam mögen. Ja, es ist eine Ideologie und die kann man mögen, ablehnen, hassen, befürworten oder weiß der Geier was. Aber ich bitte euch, macht das nicht, okay? Macht das nicht.
Azad, ich wollte ganz kurz sagen, du meinst bestimmt doch auch so Videos, wo israelische Soldaten auf Palästinenser oder auf Frauen einschlagen mit Knüppeln und so. Meinst du solche Videos auch? Weil die habe ich auch gesehen. Meinst du Richtig. die? Ja, genau. Richtig, ja. Ja, pass auf. Jetzt bin ich Okay, gespannt, was du sagen willst. ja, pass auf. Ich verurteile so etwas und es geht gar nicht. Aber jetzt pass auf. Wenn du jetzt zum Beispiel nimmst, ich habe noch kein einziges Video gesehen, wo israelische Soldaten gekommen sind, zu einem Festival nach Hause Leute auf offener Straße geschlachtet haben, wie Tiere, und auf den rumgesprungen sind und sich gefreut haben und die bestialisch ermordet haben. Also ist das eine Okay, natürlich falsch. ich gebe dir da sofort Aber recht. Guck mal, ich kenne das das Gefühl. ist Ich kenne doch das Gefühl. was vollkommen anderes. Es ist doch etwas anderes, als wenn ich jemanden ins Gesicht schlage oder wenn ich jemanden bestialisch umbringe. Das sind doch zwei Natürlich. vollkommen unterschiedliche, Natürlich. brutale Sachen. Das eine ist total brutal und verabscheunt und das andere ist halt einfach Kacke. Darf ich So, denn aber darauf das ist doch, eingehen? kann man nicht vergleichen. Du hast recht, du hast vollkommen recht. Und ich verstehe auch deine Sichtweise, weil ich als Kurde muss mich damit auch immer rumschlagen. Zum Beispiel, wenn die Kurden unterdrückt werden, sagen viele, nicht alle, sagen viele Türken, ja, aber was ist denn damit? Ja, aber was ist denn damit? Ja, okay, die haben es zwar so gemacht, aber was ist denn damit? Anstatt einfach mal auf eine Sache einzugehen und darüber zu reden oder die Geschichte aufzuarbeiten, sagen die immer, was ist denn damit? Verstehst du? Ich weiß, es ist schwer, darauf einzugehen, weil das ist einfach scheiße. Es ist offensichtlich, dass die Scheiße bauen. Aber da merkt man halt einfach, dass man parteiisch ist, weißt du, anstatt gerecht. Und in der Sache darf man nicht parteiisch sein. Erst einmal, was ist Jeder denn ist meinst du irgendwo mit parteiisch. Das ist ein völlig normales Verhalten. Du kannst von keinem Menschen erwarten, dass er sich mit allem und jedem solidarisiert, weil wir haben alle irgendwo eine Zugehörigkeit und das ist völlig normal und natürlich. Und ich verspreche dir, ich hätte mich hier hingestellt, Bevor in wir uns Israel, für auch irgendwelche wenn Fremden Tieren, einsetzen. Und es ist auch auch völlig wenn normal, dass es Konflikte gibt. Die gab es schon immer. Ich verspreche dir, ich hätte mich in diesen Livestream gestellt und wenn ich gesehen hätte, dass israelische Soldaten Frauen und Kinder auf offener Straße umbringen, auf den rumtanzen und ohne Sinn und Verstand töten, hätte ich das verurteilt. Ich hätte mich hier hingestellt und hätte gesagt, sowas geht gar nicht, das ist barbarisch und abstoßend. Ich habe das so etwas noch nicht gesehen und von den Israelis auch noch nicht gesehen. Deswegen werde ich mich nicht hinstellen und das sagen. Ich habe das bis jetzt nur von den Palästinensern gesehen und Okay, ich gucke da hast du drauf als denn... Mensch und ich sehe, Okay, dass warte ein mal. Mensch eine Gräueltat macht und dann verurteile ich das. Okay. So, und dann ist es mir im Moment egal, wer das macht. Nur gerade machen es die Palästinenser, also ist es zu verurteilen. Die Das habe ich Hamas ja macht vorhin es auch gerade und es gesagt. ist zu verurteilen. Das war genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Natürlich ist das zu verurteilen. Das ist ekelhaft, das ist dreckig und so trotzdem. Heißt es, ja, nee, wie soll man das erklären? Also man kann nichts ansprechen, ohne dass die anderen sagen, ja, aber was ist denn damit? Verstehst du? Deswegen Genau, ich ist weiß, es was du schwer. meinst, aber ich will dir ganz kurz noch, bevor du, ich stumm mich auch wieder, ich will dir ganz kurz noch was sagen. Alles gut. Wenn du ein bisschen vielleicht solidarisch mit Palästina bist oder mit der Sache an sich, dass sie ihr Land zurückhaben wollen, ist alles in Ordnung. Aber dann sag mir doch bitte, was hat ihnen das jetzt gebracht, das, was sie jetzt getan haben, wozu führt das? Was wird jetzt passieren? Das hat nichts nach vorne Guck mal, gebracht ganz für die kurz. Sache, die sie eigentlich haben wollen. Es hat die nur quasi einen Schuss ins eigene Tor. Sie haben sich jetzt damit ein Eigentor geschossen, weil jetzt wird Israel eine Null-Toleranz-Politik fahren, wird alles dicht machen und Hast wird jetzt recht. über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte, den Gazastreifen komplett unter Dauerbeschuss immer wieder Razzien, immer wieder rein und gucken und Leute festnehmen und es wird kein Frieden mehr geben. Und darum, so Weißt jetzt du, was haben sie das war? Ich Krieg. sag dir, was das war. Das war Machtdemonstration. Das war genau wie vor, ich glaube, vor 2 Wochen in Ankara, der PKK. Es waren zwei Kämpfer, die mitten in Ankara einen Anschlag gemacht haben. Es war klar, dass sie sterben. Es war eine Machtdemonstration, dass sie mitten in der Türkei, dass eine Guerilla-Einheit, die PKK, dass die von den Bergen aus mitten in Ankara agieren können. Und von der Hamas war das genau dasselbe. Wenn die wollen, können die. Wenn die wollen, können die. Die werden vom Iran unterstützt. Die werden von Saudi-Arabien unterstützt. Katar, wir wissen alle, wie das läuft. Das war das. Das war das einfach. Und die Raketen, die sie abfeuern, das ist also. Ich habe gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht. Das ist ja eher, dass sie diese Iron Dome-Dinger da laufen lassen, verstehst du? Dass sie da die Geld reinpumpen. Es spielt keine Rolle, wie viele Raketen und welcher Typ von Raketen die Hamas auf Israel schießt. Die Tatsache ist, dass von 60 Staaten immer noch nicht Palästina anerkannt worden ist, aber die ganze Weltgemeinschaft
Israel anerkannt hat. Die Tatsache, dass Israel in einer Zeit entstanden ist, in dem es im Nahen Osten noch überhaupt keine festgelegten Grenzen gab und diese lügenden Palästinenser erzählen, das wäre Palästina. Warum haben denn die Palästinenser damals nicht gegen die Jordanier gekämpft? Weil sie sich als Jordanier, als Transjordanier gefühlt haben. Bis 1967, von wem haben sich denn die Israelis 1967 Jerusalem zurückgeholt? Von den Palästinensern? Ja, träum weiter. Die haben sich das von den Jordaniern zurückgeholt, denn es war unter jordanischer Herrschaft. Von wem haben sie sich die Golanhöhen genommen? Von den Palästinensern? Na, von wegen. Von den Syrern haben sie sich dieses Gebiet geholt. Es gab kein Palästina. Yasser Arafat hat Palästina, das Wort Palästinenser, erfunden. Davor gab es nur ein Palästina und Araber. Araber, die gelebt haben in Palästina. Das ist Fakt. Ja, aber die Araber haben sich nicht gegen die Jordanier gewehrt, haben gesagt, hey, gib uns Jerusalem zurück, wir sind Palästinenser. Nein, weil sie sich selber als Transjordanier gefühlt haben und als Araber und weil sie die Jordanier als ihre Brüder im Glaube und in Brüder in der Kultur betrachtet haben. Deswegen ist das alles Unsinn zu sagen, oh, das ist ein langer, ewiger Kampf. Nein, Araber haben sich gegen jüdische Siedler aufgelehnt. Okay, Kian, ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an dich. Nur eine Sache noch, bevor sie, die Araber haben zu Recht und zu Unrecht gekämpft. Teilweise haben sie ihr Land an die Juden verkauft und die Juden haben das Land übernommen. Teilweise gab es in der Tat Vertreibung. Richtig. Und ich finde auch, dass die Araber, die dort immer gelebt haben, auch ein Recht haben, dort zu leben. Deswegen muss es eine Verständigung geben, aber die gibt es nicht mit der Hamas. Das wollte ich nicht. Wir diskutieren die ganze Zeit über so und so und so, der eine sagt so, der andere sagt so. Aber was ist mit einer Lösung? Mit der Lösung? Eine realistische. Die realistische Lösung ist die Zerschlagung der Hamas und ich hoffe, dass Israel jetzt alle Hamas-Führer schnappt, tötet und die Hamas für immer auslöscht und dass aufrichtige Führer innerhalb dieser Autonomiezone in Gaza mit Israel Verhandlungen aufnehmen und dass man über den Status von Gaza nochmal neu spricht. Das Problem ist, dass ganze Generationen von Palästinensern im Gaza oder ganze Generationen von Araber, ich nenne sie nicht Palästinenser, sie sind Araber, die wahrscheinlich eher ägyptisch sind als Palästinenser mit einer eigenständigen Kultur. Das Problem ist, es ist eine ganze Generation von Selbstmordattentätern herangezogen worden. Das fängt schon im Kindergarten an. Da lernen kleine Kinder im Kindergarten schon mit Militäruniform Israelis zu erstechen, spielen mit Holz- und Plastikwaffen dann Krieg. Und es ist eine verruchte Gesellschaft, die auf einem totalen wahhabitisch ausgerichteten und auf einem Muslimbruderschaft ausgerichteten aggressiven Islam basiert. Und das ist das Problem. Gaza ist eigentlich ein Zoogehege voller wilder, religiöser Menschen. Ja, von der Frau bis zum Mann, die träumen, alle ihre Söhne in den Krieg zu schicken. Da ist keine Mutter, die sagt, ich geb meinen Sohn nicht für die Hamas her, sondern die schicken ihre Kinder in den Tod, als würden sie irgendwelche Brötchen in den Backofen schieben, so. Ja, das ist das Horror mit dieser Gesellschaft. Es braucht Jahrzehnte, wenn nicht sogar Generationen, bis man diese Menschen wieder auf den Boden der Realität zurückholt. Und das ist das Drama, was sich da gerade abspielt. Ich analysiere das Westjordanland und ich sehe, dass im Westjordanland haben die Menschen sich davon distanziert. Sie sind nicht so religiös fanatisch. Aber im Gazastreifen ist im Grunde genommen ist es ein kleiner IS-Staat, der den gesamten islamischen Albtraum da lebt. Siehst du eine Zwei-Staaten-Lösung nicht als richtig an? Bitte? Also siehst du eine Zwei-Staaten-Lösung nicht als richtig an? Es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung. Wie soll das funktionieren? Gaza ist im Osten und Entschuldigung, im Westen und im Osten ist das Westjordanland. Wie sollen die zusammenkommen? Das geht nicht. Es kann nur zwei sich selbst verwaltende autonome Zonen geben, die Israel auch schon längst angeboten hat. Israel hat gesagt, ihr könnt euch selbst verwalten, ihr könnt die innere Sicherheit übernehmen, wir übernehmen die Grenzsicherung, ihr könnt ausreisen, einreisen. Aber was soll man mit diesem Menschen machen? Wie soll man die Grenzen von Gaza nach Israel öffnen und den Leuten eine Chance geben, Geld zu verdienen, wenn jeder Zweite dort mit einem Messer rüberfährt und Israelis ermorden will? Wie das jetzt zum Beispiel auch in Ägypten gleichzeitig passiert ist gestern. 7 israelische Touristen wurden bei den ägyptischen Pyramiden von einem ägyptischen Polizisten erschossen. Mit dem Ägypter, die da herumgeführt hat. Das ist die Realität. Es sind Wilde. Eine Zwei-Staaten-Lösung gibt es so nicht. Wer soll Jerusalem bekommen? Jerusalem, wenn es danach geht,
dann ist Jerusalem, gehört Jerusalem den Juden. Seit 2000 Jahren sagen die Juden in einem Sprichwort, morgen sehen wir uns in Jerusalem. Seit 2000 Jahren sagen das die Juden. Die tiefere innere Sehnsucht nach Zion, nach dem gelobten Land, ist so tief verwurzelt, dass die Juden dieses Sprichwort seit 2000 Jahren haben. Wir sehen uns nächstes Jahr in Jerusalem. Und das sagen die Araber nicht. Da ist der Felsendom, von dem angeblich Mohammed die Himmelfahrt gemacht hat, was ein absolutes Märchen ist. Er hat niemals von dort aus die Himmelfahrt gemacht. Aber die Juden haben fundierte Geschichte dort. Und deswegen haben sie auch ein Recht, da wieder zurückzukehren. Mal abgesehen davon, dass es auch jüdische Enklaven gab, als die jüdischen Siedler ins britische Mandatsgebiet von Palästina gekommen sind. Schau dir mal die Geschichte des Wortes Palästina an. Und dann wirst du sehen, dass Palästina im Grunde genommen auch nur eine Erfindung der Römer ist. Ja. Und deswegen, es gibt so etwas nicht wie ein Palästina. Ja, es gibt keine. Kann ich mal eine andere Frage stellen? Ja, gerne. Du musst vorsichtig sein, ich weiß, aber was hältst du von der PKK? Damals als junger Mann war ich in der PKK organisiert. Ich bin ja immer ein iranischer Kurde und ich habe damals den Vorsitz gehabt. Ich habe eine Jugendgruppe geleitet bei der PKK. Ich fand sie angesichts der Unterdrückung durch den Pan-Türkismus oder den türkischen Nationalismus enorm wichtig. Als ich dann aber gesehen habe, dass die PKK auch ihre abtrünnigen PKK-Leute in Europa verfolgt und tötet, ganz besonders in den Niederlanden, da hat man oft mal einen PKK-Funktionär auf dem Maisfeld gefunden oder auf einer Wiese getötet, irgendwo verschachert in der Natur. Und die Tatsache, dass die PKK so ähnliche Strategien anwendet wie die Hamas, macht die PKK sehr unattraktiv. Die YPG, die hat eine exzellente Arbeit geleistet bei der Befreiung der jesidischen Kurden aus der Hand des IS, ganz besonders die Frauenbrigaden. Aber ich habe keine Freude, wenn es um solche politischen und militärischen Bewegungen gibt. Die sind mir zu totalitär, zu diktatorisch, zu kollektivistisch und die finde ich, das ist nicht meine Vorstellung von einer echten Widerstandsbewegung, die ihre Abtrünnigen außerhalb Kurdistans verfolgt und tötet. Du hast vorhin aber einen Punkt angesprochen, wo du sagtest, dass die PKK Mitglieder und so weiter ihren Glauben abgelehnt haben, beziehungsweise abgelegt haben. Das stimmt aber so nicht. Die PKK zum Beispiel, die Organisation, ich glaube, die hieß Islamische Gemeinde Kurdistans, gegründet in den 80er oder 90er Jahren. Und die YPG, da sind auch so viele Muslime drin.